Ja, schön, dass du zu dieser meditativen Reise Loslassen und Strahlen eingeschalten hast. Wie immer, wenn es hier im Podcast in Richtung Meditation geht, gibt es kein Intro, damit du dich gleich auf die entspannte Stimmung und den entspannten Zustand einlassen kannst. Bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis. Am Ende der Meditation gibt es noch eine wichtige Info für dich. Lass uns loslegen. Schließe langsam und behutsam deine Augen. Mach es dir sitzend oder liegend, ganz wie du magst, bequem. Lehn dich zurück und lass los. Lass alles fallen, jedes einzelne Körperteil, in etwas so, wie wenn du abends zu Bett gehst, kurz vor dem Einschlafen. Jede Spannung weicht aus dir. Du gehst zu Bett und schläfst friedlich und in Ruhe ein. Du bist ganz tief entspannt, als dich plötzlich eine zärtliche Stimme weckt. Hallo, mein Schatz. Ich bin es, deine kleine Herzensfee. Ich habe mir für heute Nacht ein Abenteuer überlegt. Los, halte dich an mir fest. Ich möchte dich an einen wunderschönen Ort tragen. Sanft schlingst du deine Arme um die kleine Fee und schon fliegt ihr los. Der Weg ist kurz. Ihr landet in einem wunderschönen, lichtdurchflutetem Raum. Der Raum hat eine magisch schöne Aura. Er erstrahlt in einem goldenen Licht. Pure Wärme geht von ihm aus. Du fühlst dich sofort wohl. Ich habe eine Überraschung für dich, flüstert die Herzensfee und lächelt dich an. Es gibt hier in diesem Raum ein paar Menschen, die dir etwas sagen möchten. Ein paar von ihnen kennst du, ein paar vielleicht noch nicht, weil du ihnen vielleicht erst noch begegnen wirst in deinem Leben. Sie möchten dir etwas sagen. Es ist ganz einerlei, ob du sie kennst oder nicht. Bist du bereit? Nun nicke und stell dich langsam auf das kleine Abenteuer ein. Die erste Person tritt dir jetzt gegenüber. Vielleicht kennst du sie, vielleicht siehst du, ob es ein Mann oder eine Frau ist, vielleicht erkennst du das Alter, wenn nicht, ist das einerlei. Er oder sie sieht dir tief in die Augen und sagt: Hallo, du zauberhafte Seele, ich weiß, dass du alles in dir trägst, was du brauchst, um dein Leben zum Strahlen zu bringen. Du kannst das, ich spüre es. Du saugst die Worte nicht auf, genießt die Energie für einen Augenblick und machst dich bereit für die nächste Person. Die nächste Person trägt ein breites Lächeln und sie spricht jetzt zu dir. Hallo, du Sonnenschein. Mein Herz sagt mir, dass du ein bezaubernder und liebenswerter Mensch bist. Dich zu lieben ist ein Geschenk. Das sehe ich, das fühle ich, das weiß ich. Sie nickt dir freundlich zu und schon tritt die nächste Person vor und stellt sich dir gegenüber. Sie blickt direkt in deine Augen und sagt:
Ich spüre, sehe und fühle, dass du etwas ganz Besonderes bist. Du bist wichtig, du bist wertvoll und du darfst jetzt strahlen. So schön und so weit, dass es jeder sehen kann. Die nächste Person tritt vor, lächelt dich liebevoll an, schaut dir in die Augen und sagt: Ich möchte dich daran erinnern, was für ein unglaublich kostbares Geschenk du für diese Welt bist. Du bist eine Bereicherung für so viele Menschen. Du schenkst Liebe, du schenkst Trost, du schenkst Freude. Du bist wie ein leuchtender Stern für diese Welt. Die nächste Person tritt vor. Sie schließt kurz ihre Augen und blickt dann in die deinen. Hallo, du zauberhafte Seele. Ich spüre deine Kraft. Ich spüre deine Stärke, deinen Mut und ich sehe deine wunderschöne Seele. Du verdienst es, geachtet, geschätzt und geliebt zu werden. Du verdienst es, erfolgreich und glücklich zu sein. So sehr, dass du Glückstränen weinen musst. Sag ja zu dir. Sag ja, ich verdiene es. Sag ja, ich kann und werde strahlen. So schön und so weit, dass es jeder sehen kann. Nochmal, nimm meine Worte auf, als wären es deine eigenen. Ja, ich verdiene es, geachtet und geliebt zu werden. Ja, ich verdiene es, erfolgreich und glücklich zu sein, so sehr, dass ich Glückstränen weinen muss. Ich sag ja zu mir. Ja, ich kann und werde strahlen, so schön und so weit, dass es jeder sehen kann. Genieße diesen Moment, dieses Gefühl in dir und spür vielleicht, wie dein inneres Strahlen in den letzten Minuten größer und größer geworden ist. Spür die Wärme dieses Strahlens, das von deiner Bauchmitte aus entstand und vielleicht auch schon darüber hinausgegangen ist. Womöglich erkennst du auch, welche Farbe diese Strahlen hat, das von deiner Körpermitte aus dein ganzes Sein mehr und mehr erhellt. Wenn ja, dann tauche ein in diese wundervolle Farbe. Atme tief ein und sauge das Strahlen und das Gefühl, das in den letzten Minuten entstanden ist, tief in dich auf. Und dann mach dich langsam bereit, mit deiner kleinen Herzensfree zurückzureisen. Alle wunderbare Energie und Worte nimmst du dabei mit. Außerdem kannst du jederzeit wieder zurück an diesem wunderschönen Ort der Wertschätzung und des Strahlens kommen. Halt dich nun an der kleinen Herzensfee fest und lass dich zurücktragen. Mach dich langsam bereit, mit diesem strahlenden Gefühl in dir wieder zurück ins Hier und Jetzt zu kommen. Beweg deine Finger, deine Zehen, nimm einen tiefen Atemzug
und öffne mit der nächsten Ausatmung langsam deine Augen. Herzlich willkommen zurück im Hier und Jetzt in deinem wundervollen Leben, das du gestalten darfst. Ja, schön, dass du bei dieser Meditation dabei warst. Diese Meditation kannst du natürlich jederzeit gerne wiederholen, um dein Strahlen zu stärken. Und wenn dir die Meditation gefallen hat, dann findest du hier im Podcast noch viele weitere Meditationen von mir, die du natürlich gerne genießen kannst. Und mehr Informationen über mich und meine Kurse, insbesondere meinen ganz, ganz neuen Intensivkurs zum inneren Kind, befreie und heile dein inneres Kind, findest du außerdem noch in den Shownotes. Hab einen wundervollen Tag, deine Melanie.